Hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Spelunky. Und man kann auch wirklich sagen, es ist ganz schön lange her, dass ich überhaupt hier auch ein Video auf den Kanal gebracht habe. Mir sind halt, wie gesagt, bei einige Sachen passiert und da ist etwas, was ich dringend haben will. Gut. Einige Sachen passiert. Ihr hört es ja zum Beispiel schon an meiner Stimme sicherlich. Da hat sich ja was verändert gehabt. Ich habe jetzt für den Anfang jetzt als erstmal das Mikrofon. Das ist das alte Mikrofon, was ich von der PS4 mit dazu bekommen habe. Das benutze ich jetzt als erstmal. Für eine Weile. Kannst du runterkommen? Na gut, da werde ich wohl nicht rankommen mehr. Schade. Daran komme ich auch nicht, aber ich brauche dringend das ganze Geld. Achso, ich werde dann noch eine Runde einspielen. Oh, verdammte Scheiße. Wie mache ich das jetzt mit dir? Ach du Scheiße, ich habe einen Fehler begangen und ich muss dafür jetzt hinhalten. So, au, das tut weh, au, das tut weh, au, das tut weh. Okay, gerade so noch geschafft, also. Und jetzt nochmal hier alles holen, was geht. Alles, wir werden heute mal ein bisschen heavy spielen. Gut. In der nächsten Runde werde ich dann halt, die nächste Runde wird dann auch etwas eingespieltes sein. Das wird die Anfangsrunde, die ich hier überhaupt gespielt hatte für den heutigen Tag sein. Ich lasse es jetzt mal sein. Ich hatte mir versucht gehabt, halt, wie jeder weiß, halt an Geld anzukommen. Und ja, ist halt ein bisschen gut ausgegangen, wie ich gedacht hätte. Deshalb, ja, das werdet ihr dann das Ganze sehen. Aber jetzt noch nicht, halt. Oh, das tut... Oh, warum ist das ausgerechnet mir jetzt passiert? Oh. Au, das tut alles weh. Alles tut immer alles weh. Okay, da gehen wir jetzt nicht mehr hin. Nehmen uns den und hauen ab. Wie viel Leben habe ich noch? Eins? Ja, eins. Wie spiele ich das Ganze denn jetzt? So, ich könnte Whisky ein bisschen rangehen oder ein bisschen Safety. Eins von beiden wäre halt, wie gesagt, sinnvoll. Ich habe jetzt überhaupt gar kein Leben und da gehe ich jetzt überhaupt nicht hin, weil das ist für mich der Tod. Ich muss hier runter. Der Pfeil ist ja schon aufgebraucht. Ah, das Hühnchen ist halt, wie gesagt, sehr wichtig für mich. Wenn ich das Hühnchen habe, dann habe ich mich gleichzeitig so in etwa 4 Leben zusätzlich. Und das wäre schon gut. Okay, der ist noch da. Ich habe ihn getötet. Ich Monster. So, komm mal her. Danke für den Tod. Ich kann ich nicht da unten versenken. Okay. Ich habe Glück gehabt, aber das gute Hühnchen habe ich leider nicht bekommen. Jedenfalls ein Leben. Nee, du bleibst mal da unten schön. Aber wie jeder sieht, ich hab... Woher habe ich jetzt so viel Geld? Okay. Mein Truthahn ist auch tot. I say goodbye. Thank you.
Okay, das klappt sogar noch. Weil ich bin tot. Gut. Dann kommt jetzt halt, wie gesagt, die eingespielte Runde. Und ich werde, glaube ich, nochmal was anderes machen. Dann bis gleich. So. Mal gucken, wie diese Aufnahme wird. Und warum zum Teufel? Oh, das ist ja eine Spinne. Weg. Weg mit dir, du Monster. Ja, aus der Spinne wurde eine Spinne. Eine Doppelspinne. Ich muss mal kurz hier durch. Ich muss mal kurz hier alle durch. Ja. Oh, ich muss durch. Leute. Ich kann doch hier nicht so einfach und sterben. Das Skelett ist schon gestorben. Obwohl, kann, nee, doppelt nicht. Verdammt. Oh mein Gott, jetzt werfe ich schon alle Sachen langsam weg. Nein. Nein. So, holen wir uns erstmal das. Dann holen wir uns das. Und wir können uns nicht das holen. Schade. Au, das tut weh. Au, das tut weh. Au, das tut weh. Au, das tut weh. Das tut aber richtig weh. So. Mal sehen. Okay, das ist doof, was ich jetzt tue, aber. Good luck. Okay, ich habe doch alles retten können. Nicht gerade gut, aber jedenfalls etwas. So, dann komm mal her, du Guter. Dann komm mal du her, Truthähnchen, und los geht's. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich weiterfliegen. Alle drinne und ich habe wieder ein Leben mehr. Gut. Okay, das war Glück im Unglück. Das war Glück im Unglück. Das war Pech. Aber richtig, aber ich habe kein Leben verloren. Nee, das Ding nimmt jetzt nicht mal mit. Das Ding ist weg. Skeletti. So, dich nehme ich wieder mit, dich nehme ich mit und in die nächste Ebene. Das ist sehr gut. Du hörst das Schlagen vom Dremel, ne? Seile nehme ich gerne mit. Das nehme ich gerne mit. Das nehme ich auch gerne mit. So, dann müssen wir jetzt irgendwie noch an Monsieur Spine vorbei. Und dann können wir auch runtergehen. Das. Warte mal. Oh. Der hat Weg nach unten gebaut. Schön gemacht. Da oben kriege ich noch ihn. Oh, der wird jetzt gerade gleich kassieren. Aber Gute ist, wir können in die nächste Ebene rein. Schneller als gedacht. So, dann nehme ich mal die Fackel mit und wir gucken. So, hier scheint alles okay zu sein. Bisher noch. Ja gut, das hätte auch schief gehen können. Ja gut, ich leg mal das Feuer weg und nehme mal den Mops mit. Weil wir haben gemerkt gehabt, wir brauchen mehr Leben. Für alles, was wir wollen. So, hier unten ist Lava. Dann springen wir jetzt mal drüber und holen uns nochmal ein Hühnchen. Weil wir haben ja das Hühnchen zuvor verloren. Ja, komm her. Komm her, mein Guter. Und nächste Ebene erreicht. Das ist schön. Ich hab gedacht, das wird nicht werden, irgendetwas. So,
Da haben wir Glück gehabt, aber richtig. Kannst du jetzt mal weggehen? Danke. Weiter. Da wird gleich was explodieren. Das ist nicht mein Problem. Und weiter geht's. Bin ich wurde attackiert. Ist ja aber auch nicht so schlimm. Das ist Mikro gut. Ich habe schon gesucht gehabt. Ich dachte halt schon, es wäre weg. Oh, das tut aber echt weh zu sehen. So, den packen wir mal dahin, da packen wir mal dahin und da springen wir mal runter. Da ist nichts. Nichts und los. Das ist schön. Wir haben genügend Geld schon ein bisschen gesammelt, aber auch nicht so viel. Gut, rein theoretisch müsste ich jetzt wieder auf Geld gehen. Unbedingt. Weil die 50.000, jeder weiß, die sammeln sich ja nicht von alleine. Wie jeder weiß. Nein, nicht mein Hühnchen! Mann, jetzt habe ich ein Leben mehr anstatt 4. Das ist schon doof. Er muss weg. Er muss auch weg. Das geht schlecht aus. Das war so schlecht. Wir sind jetzt schon zur Hälfte angekommen. Das ist schon sehr gut. Aber haben noch nicht so viel gesammelt. Da müssen wir hoffen auf der nächsten Ebene. Da müssen wir ein bisschen so... bisschen mehr auf... Au, das wird weh. Ich sehe den Mobs, den wir mitnehmen können, aber... bringt mir das jetzt was? Okay. Ich nehme mal mit, sicherheitshalber ist sicher. So, eins. Zwei. Wir gehen safety first. Ist immer besser. Wir müssen jetzt plus 50.000 sammeln. Die Hälfte habe ich fast schon. Oh oh. Fehler. Fehler in der Konstruktion. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Och, ey, komm schon. Wie viele von euch gibt es hier überhaupt? Habe ich schon wieder ein Leben verloren. Ach komm schon, warum schon wieder so ein Dunkelgebiet? Ja, zum Glück bringt das etwas Geld. Okay, vorsichtig. Alles in dieser Ebene kann einen töten, wie jeder weiß. Na gut. So, dann willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Ja. Ich habe diesmal entschieden, ein bisschen mal anders vorzugehen, weil eine Runde hatte ich mal so viel Glück gehabt und so viel Geld und ich hatte hier noch niemals diese ganze Ebene halt so durchgespielt. Alles immer so zack, zack, zack. Deshalb wollte ich mal gucken, wie viel so in etwa kann ich verdienen, wenn ich halt, wie gesagt, hier so ein bisschen so mal auf Farmtour bin. Vielleicht schaffe ich das ja irgendwie. Man weiß ich nie. Deshalb mal so gucken, ob es klappt oder auch nicht. Ich muss einfach mit dem Leben aufpassen. Danke, dass du wegspringst. Au, das tut weh. Okay, es hat nicht geklappt. Aber versuchen. Ich habe jetzt schon gut Geld gesammelt. Das muss ich ehrlich auch zugeben. Also könnte vielleicht was werden daraus. Nee, da war nichts. Das läuft auch gut. Na gut.
Wir können es dann halt, wie gesagt, da eine Weile probieren, ob es alles so funktioniert. Ha! Schatz geklaut, du! Oh mein Gott, was ist das hier für eine Ebene? Das ist ja eine Teufelsebene. Warte mal. Wie jeder weiß, das muss verkauft werden. Und haben wir auch gut verdient da dran. Das existiert ja auch noch. Ich habe jetzt was gehört. Nee, ist da drin. Gut, okay, dann gehen wir wieder zurück. Bringt wohl doch nichts. Ich dachte also, das würde jetzt vielleicht was bringen, aber machen wir mal lieber nicht. Sicher, sicher. Wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir erkunden müssen. Also aufpassen, wie wir spielen. Das wird schon reichen. Bloß wir müssen alles mitnehmen, also. Ja, gut. Das war nicht gut, das war überhaupt nicht gut. Da ist nichts an Kohle dabei. Ich dachte halt, ich wäre halt, wie gesagt, so beschissen da dran. Hatte ich so das Gefühl gehabt, aber ist nicht so. Oh oh, ich sehe schon wieder. Ich weiß schon wieder, auf welcher Ebene wir waren. Das ist keine gute Ebene. Die Kampfkoi-Ebene. Nein, du wirst sterben. Oh, du gehst mir generell da auf den Sack ganz schön. Mach mal die Scheiße auf. Ich muss ja durch. So, wir haben jetzt noch eine Ebene dann. So, das jetzt erstmal rein. Ich bin schon wieder tot. Oh mein Gott! Also gut, wir können es schaffen, wenn wir sparsam vorgehen. Ist schon mal was Gutes, was wir gelernt, also was ich gelernt habe. Ich dachte halt so, ich muss wirklich halt, wie gesagt, hier von A nach B rennen. Um das Ganze zu schaffen. Bin ich jetzt wirklich stehen geblieben? Keine Ahnung. Ich hätte auch opfern können. Das wäre auch eine Idee gewesen. Hätte ich geopfert, hätte ich einen Goldaffen bekommen. Hätte ich den Goldaffen bis zum Schluss gebracht. Hätte ich farmen können. Fuck. Fuck. Oh, das war ja das. Oh mein Gott. Puh, okay, ich weiß jetzt nicht, was mit mir los ist. Irgendwie bin ich gerade eben schon wieder mit einem weg. Das habe ich aber, glaube ich, noch nicht erzählt gehabt. Nee, das war kein Video. Ich wollte halt ein Video machen. Hat aber bisher noch nicht funktioniert gehabt, weil sehr viele Unklarheiten halt wieder waren. Thema, wieso auch zum Beispiel jetzt keine Videos kamen halt so mit allem. Wollte ich eigentlich alles auch erklären noch. Ja, alles muss fallen. Aber die Frage ist, wo fange ich dabei an am besten? Weil meistens ist es nicht so gut mit allem ausgegangen, wie man sich erhofft. Was sonst? Wie bin ich hier beim Ausgang? Ja, das ist gut. Das ist gar nicht gut. Ich kann nicht mal die Ebene gucken. Lass mich mal durch, lass mich mal durch. Ich muss schnell weg. Ja. Ich bin halt, wie gesagt, in letzter Zeit ein bisschen überarbeitet mit allem gewesen. Und hatte deshalb halt, wie gesagt, sehr viele Schwierigkeiten auch gehabt. Jetzt im weiteren Verlauf. Okay, gut, dass der weg ist.
Also hatte halt, wie gesagt, sehr viele Probleme gehabt, alles und so. Und ja, die Probleme sind so weit gegangen, dass ich halt nicht arbeiten gehen konnte. Also ich hatte halt, wie gesagt, wieder mit meinen Knien zu tun, ganz schön. Weil ich komplett überlastet war mit allem. Dabei ist dann halt das Ganze ein bisschen doof gelaufen. Hab halt, wie gesagt, mit dem Chef geredet gehabt, aber... Also hab Bescheid gegeben gehabt, aber ja, das ist nicht so gut ausgegangen wie gedacht. Dass da ein Hühnchen herumläuft, das ist jetzt halt wirklich sehr belastend. Da ich nicht weiß, wo der Ausgang ist, das ist auch noch belastend. Okay, in diese Richtung definitiv nicht. In diese Richtung sicherlich schon. Oder? Ne? Wo geht's hier verdammt nochmal entlang? Wo? Ist da ganz oben das Ding? Nee. Warte mal, wo? Da unten ist was. Uck. Hat geklappt. Alter, jetzt was zieht der jetzt hier? Ja gut, ich bin hier gerade im... Scheiße! Ich muss sofort wie möglich heraus, ich muss sofort wie möglich heraus. Okay, wir haben scheinbar irgendeinen Kunden, jetzt war ja. Also Terror gemacht. Ich muss so schnell wie möglich raus, ich habe vielleicht was vergessen. So. Uns fehlen jetzt nochmal wieder ein bisschen Geld. Was war das? Wie Köder? Riesenmuschel? Oh mein Gott. Naja. So, also halt wie gesagt, da kam es dann halt so. War krank gewesen. Und dann wurde mir gesagt halt so, entweder ich komme oder ich werde gekündigt. Und halt wie gesagt, ich konnte ja nicht, also jetzt bin ich sozusagen gekündigt worden. Das ist jetzt alles, was mir in der letzten Zeit passiert ist. Ich bin deshalb halt, wie gesagt, zum Amt gegangen und habe mich da halt vorgestellt hat mit allem und so. Und ja. Jetzt bin ich da. Was geht das da hin? Hallo? Was war das denn? Ach, sobald ich raufspringe. Ah, ich kann nicht so lange stehen bleiben. Ist ja komplett beschissen. Aber gut. Also muss ich so schnell wie möglich das ganze Ding holen. Das ist ja noch mieser als alles andere. Ah gut, okay, Fallen, ja, so aktiviert. Gut. Ich habe da unten Terror gesehen und ich habe da oben Terror gesehen. Also. Willst du mich komplett verarschen? Schon wieder so ein Schädel da? Naja. Ja, jetzt bin ich gekündigt und ich musste halt, wie gesagt, das erstmal in letzter Zeit auch dann sehen, halt, wie ich das Ganze jetzt halt mit so allem angehe, halt mit allem. Mir ist auch passiert, dass, au, das tut auch noch weh, dass ich halt, wie gesagt, auch noch mein Headset verloren habe, weil meine Kleine es angeknabbert hat. Musste ich jetzt auch nochmal Ersatz suchen und hab halt jetzt halt erstmal mich hier für dies entschieden. Wo ich hoffe, dass es reicht. Nee, da komme ich nicht weiter. Da entlang und dann so.
Okay, zerschmettert und weiter. Hier geht es ja nur ums Grund lang. Ich sehe aber schon das Ding, was ich haben will von allem. Ich bin aber tot. Na gut, machen wir jetzt nochmal letzte Runde. Ja, ich musste halt, wie gesagt, sehen, wie ich das Ganze jetzt mache, halt so mit allem. Ich hoffe, das ist ein bisschen verzeihbar, aber ich hoffe, dass ich auch jetzt halt, wie gesagt, das Ganze alles machen kann. Das war ja halt, wie gesagt, durch die Überarbeitung für mich halt, wie gesagt, auch ein bisschen doof, halt, wie gesagt, mit dem Ganzen machen. Manche würden halt, wie gesagt, die Arbeit, die ich gemacht habe, halt als nicht so schlimm beteiligen, aber für eine Person, die zum Beispiel wie ich darunter halt, wie gesagt, zu kämpfen hat, wie gesagt, mit dem Knie zum Beispiel, wegen Verletzung, ist halt, wie gesagt, schon ein bisschen doof, wenn dann noch hier so etwas noch früher Überarbeitung dann dazu kommt. Warum hast du aufgemacht? So, erste Ebene geschafft. Mit 15.000. So, Ebene Nummer 2, wie viel? Wenn es nochmal so wäre, das wäre gut. Muss ich ehrlich sagen. Oh, Fetti. Fetti ist gefährlich. Weil Fetti kann viele Sachen. Die es eigentlich nicht sollen. Die es eigentlich nicht sollen. So, ist dead. Ist dead. Hier gibt Gold, nehme ich gerne. Okay, schützt mich. Dann kommen wir jetzt erstmal. Hier unten haben wir wieder Fischi. Fischi ist nicht gut. Oder? Komm zu mir. Okay, ich muss dringend weg. Oh! Okay, naja, mal wieder zurück. Aber jedenfalls, so ist das Ganze halt, wie gesagt, ausgelaufen. Ich wollte jetzt halt auch irgendwie so bloß so eine kleine Runde als erstmal aufmachen. Das tut mir jedenfalls auch leid, aber ich hoffe, dass ich in den nächsten Tagen für vielleicht ein bisschen mehr machen kann, was ein bisschen schön ist. Und halt, für vielleicht kann ich auch wieder mit den anderen Projekten noch anfangen, man weiß ja nie. Deshalb, ihr werdet ja alles dann sicherlich mal sehen. Ja, aber das war's dann auch von meiner Seite aus. Dann jedenfalls tschüss, schönen Tag euch noch und bis zu einer weiteren Folge von Spelunky 2 oder Unversandung mal sehen. Tschüss.